Hallo zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Video für Mathe Klasse 10 im Kapitel 5. Im zweiten Video soll es heute um die Begriffe der Zufallsgröße und um den Begriff des Erwartungswerts gehen. Und wir werden uns das an einem Beispiel erarbeiten, nämlich am Beispiel des Glücksspiels Chuck Your Luck. Beim Glücksspiel Chuck Your Luck, da wird mit drei Würfeln gewürfelt. Man zahlt einen Einsatz von 1 Euro und darf dann eben die drei Würfel werfen. Und für jede 6, die gewürfelt wird, erhält man 1 Euro ausbezahlt. Und wir sollen jetzt schauen, wie groß die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Gewinnmöglichkeiten sind. Ja, wie gehen wir da vor? Ganz naiv stellen wir natürlich zuerst mal ein Baumdiagramm auf und verschaffen uns einen Überblick. Baumdiagramm hier 6, keine 6 mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Wer nicht mehr weiß, wie das geht, geht zurück zum ersten Video, da wird es erklärt. Und dann hat man diese ganzen Ergebnisse hier, also diese möglichen Ergebnisse, und kann jetzt zu jedem Ergebnis sagen, welcher Gewinn da auftritt. Also wir sehen jetzt hier diese ganzen Ergebnisse und wie viele Sechsen da drin stecken, sehen wir auch sofort. Also hier sind 3, 2, da sind auch 2 Sechsen drin und so weiter. Der Gewinn bei 3 Sechsen, der beträgt 2 Euro. Ja, man hat ja 1 Euro Einsatz bezahlt, für jede 6 kriegt man 1 Euro raus, also kriegt man 3 Euro raus und das heißt, man hat 2 Euro Gewinn gemacht. Bei 2 Sechsen, da hat man 1 Euro Einsatz bezahlt, kriegt 2 Euro zurück, also hat man 1 Euro Gewinn gemacht. Bei einer 6, da ist es eben kein Gewinn, also man hat ja 1 Euro Einsatz bezahlt, kriegt 1 Euro ausbezahlt, also 0. Und wenn man keine 6 würfelt, dann wird sogar noch der Einsatz einbehalten, dann macht man 1 Euro Verlust. Und die Wahrscheinlichkeiten hier, die kann man sich jetzt alle mit dem Baumdiagramm organisieren. Also die Wahrscheinlichkeit für 3 Sechsen, die ist eben 1 Sechstel mal 1 Sechstel mal 1 Sechstel. Die für 6, 6, keine 6 ist 1 Sechstel mal 1 Sechstel mal 5 Sechstel und so weiter. Ja, und dann hat man die ganzen Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Gewinne ausgerechnet. Das ist natürlich sehr unübersichtlich. Also im Endeffekt hat man jetzt zu jedem Ergebnis die Wahrscheinlichkeit und den Gewinn, aber eine ordentliche Übersicht darüber, wie wahrscheinlich die einzelnen Gewinne sind, die gibt uns das nicht. Und diese Übersicht, die kriegen wir jetzt mit Hilfe des Begriffs der Zufallsgröße. Und zwar die Zufallsgröße, die wir hier uns anschauen wollen, diese Zufallsgröße ist der Gewinn. Und die Zufallsgröße, die ordnet jetzt jedem Ergebnis den Gewinn zu. Und die Werte der Zufallsgröße, die sind dann eben diese verschiedenen Gewinnmöglichkeiten hier, also 2, 1, 0 und minus 1. Und das heißt eben, dass wir jetzt, wenn wir ausrechnen, welche Wahrscheinlichkeit die Werte der Zufallsgröße haben, dann kriegen wir eine saubere Übersicht darüber, wie wahrscheinlich die einzelnen Gewinne sind. Ja, und die Wahrscheinlichkeit eben für 2 Euro Gewinn, da gehört diese Tabellenspalte, die blau markierte, dazu. Und die ist einfach ein 6 hoch 3 oder 0,0046. Die Wahrscheinlichkeit für 1 Euro Gewinn, da gehören diese drei Spalten, also diese braun markierten, dazu. Da ist zufällig jeweils die gleiche Wahrscheinlichkeit drin, das wäre 0,069. Für 0 Euro sind es die drei gelb markierten, die können wir auch reinschreiben. Und für 1 Euro Verlust ist es eben die grün markierte mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,489. Und jetzt haben wir da eine saubere Übersicht. Wir haben dadurch, dass eben die Zufallsgröße jedem Ergebnis einen Gewinn zuordnet, haben wir jetzt als Grundlage hier die Gewinne schön sortiert und die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten haben wir geliefert gekriegt über die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Wert der Zufallsvariable, also über die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, und dann würde ich euch jetzt bitten, dieses Beispiel mal soweit aufzuschreiben und im nächsten Schritt so lange zu pausieren. Und im nächsten Schritt schreiben wir uns eben die Überschrift und die Definition auf. Definition für Zufallsgröße, ja, also die ordnet jedem Ergebnis eines Experiments eine Zahl zu, das wäre eine Zufallsgröße, im Beispiel jetzt, jedem Würfelergebnis wird der Gewinn zugeordnet. Und die Wahrscheinlichkeitsverteilung jeder Zufallsgröße gibt zu jedem Wert der Zufallsgröße die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten an, also im Beispiel jetzt eben immer die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Gewinnbetrag. Die ganzen Sachen kommen immer in der Tabelle. Und in der ersten Zeile stehen dann die Werte der Zufallsgröße und in der zweiten die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. So, dann müsst ihr bitte auch abschreiben, dann gehen wir nämlich gleich zum nächsten, zum Begriff des Erwartungswerts. Und da sehen wir dann auch, warum diese Tabelle, die wir uns jetzt mühsam mit dem Baumdiagramm erstellt haben, warum die so wertvoll ist. Ja, hier nochmal alles, also das braucht man jetzt bisher, um eben die Zufallsgröße und die Wahrscheinlichkeit darstellen zu können. Man braucht dieses Baumdiagramm, man braucht die Tabelle. Und der Erwartungswert, ist eben jetzt der durchschnittliche Gewinn. Und das ist ja entscheidend für uns, ja, das wollen wir ja wissen. Also wie viel gewinnt man da durchschnittlich? Wenn man das nämlich sagen kann, dann weiß man, ob es sinnvoll ist, dieses Spiel zu spielen oder nicht. Diesen durchschnittlichen Gewinn,
Den kriegt man jetzt, indem man die Werte der Zufallsvariablen mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Also in dem Fall jetzt die 2 mit dem 0,0046 plus die 1 mit dem 0,0069 plus 0 mal 0,347 plus minus 1 mal 0,489. Ebenso wieder aus der Tabelle rausgesammelt und das ergibt dann minus 0,411. Das heißt, im Ergebnis wird man pro Spielrunde, pro Spiel durchschnittlich 41 Cent Verlust machen. Das heißt, das Ganze lohnt sich für den Spieler erstmal gar nicht, dafür aber umso mehr natürlich für die Bank. Ja, und damit hat die Zufallsgröße und die Wahrscheinlichkeitsverteilung auch ihren Sinn, weil wenn wir die durchschnittliche Zufallsgröße, in dem Fall den durchschnittlichen Gewinn ausrechnen, dann ergibt uns das Informationen zum Beispiel über ein Spiel oder auch über andere Sachen, die wir gleich sehen werden. Dann würde ich euch jetzt bitten, das hier auch als Beispiel noch fertig abzuschreiben. Und im nächsten Schritt notieren wir uns dann eben den Begriff des Erwartungswerts. Also der Erwartungswert gibt immer an, welchen Wert die Zufallsvariable durchschnittlich pro Experiment annimmt. Und man kriegt diesen Erwartungswert eben, indem man die Werte immer mit der zugehörigen Wahrscheinlichkeit multipliziert und das dann aufsummiert. Also die Definition bitte auch abschreiben. Und darunter kommt jetzt noch ein Beispiel, in dem es nochmal um alles komplett geht. Ja, und dieses Beispiel ist eben jetzt Freiwürfe beim Basketball, also was völlig anderes. Aber auch wieder mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung, mit der Zufallsvariable wunderbar lösbar. Und zwar gibt es jetzt hier einen Basketballspieler, der trifft 80% seiner Freiwürfe und das wirft er dreimal. Und wir sollen jetzt einmal die Wahrscheinlichkeitsverteilung zur Zufallsgröße Anzahl der Treffer angeben und natürlich dann berechnen, wie viel dieser Basketballspieler durchschnittlich trifft. Und wir starten natürlich wieder mit der Tabelle und dem zugehörigen Baumdiagramm. Also die Tabelle erstmal. Welche Trefferzahlen haben wir denn? Also er kann, wenn er dreimal wirft, gar nicht treffen. Oder einmal, oder zweimal, oder dreimal. Und drunter kommen jetzt gleich dann die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten rein. Das Baumdiagramm wieder drei Stufen, weil er dreimal wirft. Und es gibt jeweils die Möglichkeit für einen Treffer oder für einen Nicht-Treffer. Und jetzt können wir diese ganzen Wahrscheinlichkeiten hier ausrechnen. Also die Wahrscheinlichkeit für 0 Treffer oder für einen oder für 2 oder für 3. Die Wahrscheinlichkeit für 0 Treffer, da hätten wir eben diesen Ast hier, 0,2 mal 0,2 mal 0,2. Wenn es um die Wahrscheinlichkeit für 2 Treffer geht, da hätten wir zum Beispiel diesen Ast hier, 0,2 mal 0,2 mal 0,8. Wir hätten den Ast 0,2 mal 0,8 mal 0,2 und den Ast 0,8 mal 0,2 mal 0,2, also 0,2 mal 0,2 mal 0,8 und das insgesamt dreimal, hätten wir die Wahrscheinlichkeit. Bei der Wahrscheinlichkeit für zwei Treffer sieht es ähnlich aus, die 0,2 und die 0,8 sind aber vertauscht und die Wahrscheinlichkeit für drei Treffer, die wäre eben 0,8 mal 0,8 mal 0,8. Ja, das wäre jetzt eben die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Anzahl der Treffer beim Basketballfreiwurf. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie viel trifft denn der durchschnittlich, dass wir so ein bisschen eine Richtung haben, womit wir dann planen können. Durchschnittlich rechnet man jetzt aus mit dem Erwartungswert. Man rechnet dann die Trefferzahl mal die Wahrscheinlichkeit plus Trefferzahl mal Wahrscheinlichkeit plus Trefferzahl mal Wahrscheinlichkeit plus Trefferzahl mal Wahrscheinlichkeit. Das wäre dieser Term hier. Und rechnet es aus und wir kriegen raus 2,4. Und das heißt jetzt im Ergebnis, wenn er dreimal wirft, dann wird er durchschnittlich 2,4 mal den Korb treffen. Das heißt es nicht, dass er irgendwann mal 2,4 Treffer landet. Das geht ja gar nicht. Also entweder 2 oder 3 Treffer. Aber wir haben jetzt einen Durchschnittswert, der ein bisschen was darüber aussagt, wie viel der so ungefähr dann treffen wird. Ja, aber eben nur ein Durchschnittswert und nicht ein Wert, was man erwarten kann. Also so dieses Erwartungswert, das heißt ja so ein bisschen, als kann ich erwarten, dass der 2,4 mal trifft. Nein, kann ich natürlich nicht. Das ist sogar völlig unmöglich, dass er 2,4 mal trifft. Aber ich habe so eine Richtung, wie viel der durchschnittlich trifft, wenn er eben sehr häufig seine drei Freiwürfe mal macht. So, dann würde ich euch auch bitten, dieses Beispiel an ins Heft abzuschreiben. Und ich denke, dann sollte man mit den Begriffen Erwartungswert, Wahrscheinlichkeitsverteilung und Zufallsgröße klarkommen. Ich bedanke mich natürlich auch diesmal wieder für die Aufmerksamkeit und fürs Anschauen des Videos. Ich hoffe, es hat denen, die es angeschaut haben, geholfen. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss!